nicht absagen, ich werde einen Text vorlesen, aber ich warte erst, bis alle sitzen. Das ist ja wie so in der vierten Grundschulklasse, haben wir eine Lehrerin hier, Herr Rautenbach. Setzen Sie sich bitte hin und nehmen Sie den Herrn Kühn auf den Schoß, aber ich brauche jetzt etwas Ruhe, damit ich lesen kann. Und Sie wollen ja sicher hören, was ich lese. Ich lese eine Geschichte vor. Ich lese vor Bob's Story. Und da möchte ich jetzt Mucksmäuschen still haben. Der Bob ist ja hier, habt ihr ja schon gesehen, der uns die Musik macht. Und es gab ja, da muss ich jetzt nochmal gucken, das ist richtig aus. Ich sage, in Movimento Pino gibt es eine Ausstellung anlässlich des Berlin Art Festivals. Und da hängen drei Texte, auf Arabisch natürlich, die dann auf Englisch übersetzt wurden. Ich hätte das jetzt auf Deutsch übersetzen können, aber ich finde es schöner, das zu lesen, was die auf Englisch gesagt haben. Also wenn jemand jetzt das Englische nicht so mächtig ist, der möge sich dann melden. Danach vielleicht am besten. Ach du willst ja nur meine Stimme hören, ich kenne dich. Ja, toll. Also, und da hängt jetzt die Geschichte von Bob. Und das ist Bob's Story. Now, Syria is like an onion. Everyone who hears and sees about it will cry. The refugees and the people who are running from war and destruction have backs. And believe me, they are not coming for vacation. I'm a Muslim, and I live my life is really there. But not like as you see on TV or like you see it as a tourist. I came without hope, without power. I want to be normal again. Don't ask me how or why. It wasn't my choice that this happened. What forced me to eat the bitter fruit here is that the fruit where I came from tasted even more bitter. Stop this beginning. I'm tired and afraid. I come to live in peace. I lost my family, my home. Ach Gott. My school, my job. But I didn't lose my ambition. My skin color is not like your skin color, but we are all human. I am an ashamed person, but I'm trying to communicate with the community I live with. Try to love me honestly. I will love you more than you can imagine. I'm tired of my past situation. I want to be human like you. It's not my religion that tells you who I am. I escaped injustice and the people who were ready to kill me. Don't kill me with your foreign stares and thoughts. They put me in jail without a reason. Be my friend and understand me. I was living with humans who only seemed like humans. Ich bin immer so gerührt, weil ich ja irgendwie befreundet bin. Das ist natürlich für mich immer ärgerlich, aber so ist das Leben. Ich ist halt so. Aber für dich, er hat gesagt, er ist froh, hier zu sein. Ah, ich habe keine Ahnung, ob das oben richtig ist oder unten. Das heißt Mann auf Arabisch und die Joanna Hassoun geht für uns jetzt wie ein arabischer Mann. Joanna Hassoun is walking like an Arabian man now for us. How like a man who is from Arabia? Warum muss man das wissen? Ich habe Jahre gebraucht, um wie eine Frau zu gehen. Ach, das zeigst du uns. So. Ich habe keine Ahnung. Haben wir einen Ahmed, bist du hier? Could you please walk like an Arabian man? Ahmed, I cannot hear anything. Okay, kannst du bitte wie eine Frau gehen, Marianne? Nein, das wollen wir nicht. Ich weiß ja, wie du gehst. Was sagt, du brauchst Jahre, um wie eine Frau zu gehen. Hallo, juhu! Hat mein Vater gesagt, wo soll das Klavier hin? Ich traf die Noten. Und das hieß, das war eine Beschreibung für meinen Gang. Als ich älter war, musste ich
lernen, wie eine Frau zu gehen. Das hat aber Jahre gedauert, weil es war mir nicht eigen, es war mir nicht angeboren. Oh. Frau Rosenberg, Sie machen mich schwach. Was haben wir da? Bitte? Ich hoffe, du bist zufrieden. Ich bin total zufrieden. Und zwar die Torten der Wahrheit, was unseren Haushalt belastet, und zwar im Verhältnis. Das Blaue bedeutet Steuerflüchtlinge und das Gelbe bedeutet Kriegsflüchtlinge. Ja. Nimmt die Schweiz eigentlich Flüchtlinge auf oder nur alles Schwarze? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich glaube nur alles Schwarze. Ach so, das stimmt, das war ein sehr kleines Land, das muss man verstehen, wir haben nicht so viel Platz. Berge. Bitte? Diese Berge. Da könnte man so viele Menschen aussetzen auf den Bergen. Das ist auch ein Gemsenjäger. Gut, Fräulein Thieli, bevor wir weiter in die Berge schweifen, Sie haben uns doch sicher was vorzulesen. Ja. Sind wir da echt schon angekommen? Ich sag's dir, die Zeit vergeht wie im Flug mit diesem Buch. Ja, unglaublich. Ja, ich habe hier nämlich ein wunderbares Zitat vom 23. September 2015 aus dem Tagesspiegel. In der Fraktionssitzung am 22. September forderte der ehemalige Bundesinnenminister und Fraktionsvize Hans-Peter Friedrich von der CSU eine Begrenzung des Zustroms. Das Boot ist voll, zitieren Teilnehmer den früheren Innenminister. In der Bevölkerung herrsche zudem die Sorge, dass die vielen Flüchtlinge unsere Kultur verwässern könnten. Ja, weil so viel regnet, nehme ich an. Das ist ja seltsam, so viel Regen in Deutschland. Es regnet so. Ja, das Lustige ist, da gibt es ein Zitat von Helmut Kohl. Schau, schau, das hätte ich auch nicht gedacht. Und zwar 1995. Deutschland habe zwar sehr viel mehr Menschen aufgenommen als viele andere europäische Staaten, aber es sei unsinnig zu sagen, das Boot sei voll. Deutschland müsse auch weiter bereit sein zu helfen. Das hatte anlässlich dieser Forderung des Aufnahmestopps von Flüchtlingen aus dem ehemaligen Jugoslawien gesagt. Das ist eine gewisse Tradition, die ich auch vergessen hatte. Ich fand das ganz anmutig, wenn man denkt, welche Deppen in seinen Parteikollegen sind. Das muss man wirklich mal sagen. Zu Konrad Adenauers Zeiten mussten 16 Millionen Vertriebene und Flüchtlinge ab 1945 untergebracht werden. Dass sie willkommen waren am neuen Ort, kann man nicht behaupten. Als der Blogger Lobo in der Talkshow von Maybrit Illner meinte, nennen wir die Flüchtlinge doch Vertriebene, schimpfte der bayerische Innenminister Joachim Herrmann, dies sei eine Beleidigung, wenn man sich nur ansehe, wer da vom Balkan alles hierher kommen wolle. Cevapcici, gibt es eigentlich noch? Also in Bayern isst man Cevapcici, die hatten ganz viele Putzfrauen aus Jugoslawien, ich schwöre es. Auch dieser Herr, da bin ich mir ganz sicher. Ja, die Angst vor einer Islamisierung Deutschlands ist da am größten, das habe ich im Tagesspiegel. Ja, der Appenzeller, der im Tagesspiegel schreibt, denkt, gefällt mir eigentlich ganz gut, weil er immer so klug über diese Leute schreibt, die so dumm sind. Das ist so schön. Die Angst vor einer Islamisierung Deutschlands ist da am größten, wo die christlichen Bindungen am geringsten sind. Die Pegida-Demonstranten sollten mal wieder in die Kirche gehen. Ostdeutschland ist der Teil der Bundesrepublik, in dem es die wenigsten Ausländer und Muslime gibt. Pegida nach den Attentaten in Paris. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis auch Deutschland vom Terror heimgesucht wird. Wenn nicht endlich die Asylantenlawine gestoppt wird. Man warne davor bereits seit einem Jahr, schrieben die Organisationen. Die hierher kommen, bringen den Terror ins Land. Dann erfolgte Werbung in eigener Sache. Lasst nicht zu, dass unser Land untergeht und geht auf die Straße. Das mit dem Untergehen ist immer so toll. Die fürchten sich vor dem Untergang. Da muss ich eine Anekdote aus Österreich erzählen, als dort die eingetragene Partnerschaft, Österreich und Homoehe geht gar nicht, das versteht er wahrscheinlich. Als dort die eingetragene Partnerschaft im Diskussionsfeld des Parlaments war, warnten alle katholischen Bischöfe und Kardinäle Österreichs davor, dass wenn das Gesetz würde, Österreich unterginge. Es ist nicht untergegangen. Ich warte schon immer drauf.
da könnten wir doch eigentlich mal so einen Seeausflug über Österreich machen. Ja, du ruderst und ich esse. Also, ja. Ach, du siehst, ich kann nicht sehen. Du meinst, da gibt es keinen Wind nicht. Doch, bestimmt. Von Ungarn wird so ein Wind immer. Doch, bin ich ganz sicher. So ein Karl, aber Karl, da müssen wir uns warm anziehen. Das ist auch, wenn wir beide nichts tun müssen. Ja. Ach so. Ja, wir können dann den Orban fesseln und der muss in die Segel blasen. Ist nicht schlecht. Vielleicht sollen wir ihn mal einladen. Ich sage einfach, der Seehofer hat gesagt, dass ich so ein toller Kerl bin. Ich bin gar nicht aus der Hand, das ist lustig und spricht Spanisch. Dann wissen Sie, der Herr Horst Waster, der hat gesagt, Sie sind so ein netter Mann. Wollen wir nicht, die Marianne ist nett. Marianne ist eigentlich ein bayerischer Vorname, ehrlich. Ja, Marianne. Das, ja, siehst du, die Frau Kühnemann kennt alle Lieder, das ist ganz toll. Das ist sozusagen unser Schlagerfan hier. Wie heißt das, wo Sie immer gesungen haben? Komödien? Nein. Musikantenstadel. Ja, echt? 100% getroffen in Schwarze. Der Schwarze finde ich gut. Aber Sie haben preußische Lieder gesungen. Wenn ich den Dialekt so höre, weiß ich nicht. Pack die Badehose ein. Ja, Conny. Genau. Na, wir wollen jetzt nicht vertiefen. Wir waren ja gerade auf dem See. Wir segeln zusammen. Schön. Ja. Wir tun nichts. Ich will das aber blasen. Sie wollen auch was sagen? Ja, ich finde zum Beispiel mit der Hand, ja? Teile der sächsischen Schweiz würden eine wunderbare Insellandschaft ausmachen, finde ich. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ja, also wenn man, gerade die Sachsen sind ja nur diejenigen, die sich am meisten beschweren. Also hier auch alles mit den Ausländern, noch wollen nicht, müssen die misiert werden. Also entschuldige bitte mal, die müssen doch erst mal anfangen, Arabisch zu lernen, damit die Leute die überhaupt verstehen. Das finde ich auch. Aber wir schicken Arabischlehrer nach Sachsen und die müssen alle 3 Jahre lang Arabisch lernen, oder? Also das Blöde ist, da gibt es keine Araber, da müssen miteinander Arabisch sprechen, das ist auch lustig. Ja, das führt jetzt auch zu weit. Hier ist ein Habermas, ist jetzt nicht mein politischer Ziehvater, das muss ich ganz klar sagen, aber den Satz fand ich ganz toll. Am Umgang mit den Flüchtlingen zeigt sich, wie zivilisiert Europa ist. Und ich hatte ja anfangs auch gesagt, dass alle diese Menschen, die dieses Statement von sich geben, die sind ja irgendwie gar nicht demokratisch. Das heißt, das, was sie eigentlich verteidigen wollen, verteidigen sie mit antidemokratischen Mitteln. Also dieser dialektische Widerspruch ist ja geradezu absurd. Also ich hoffe, dass das Flüchtlingsthema, das ja von der Presse befördert wird, wir mögen es ja klar, das wissen wir alle. Irgendwie jemand hatte ich eine Diskussion, auch mit Russland, glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr, oder mit Chili, ich weiß es nicht mehr, wegen der Bootsflüchtlinge, weil ich dieses Zitat mit Chili hatte, ich das Zitat hatte, ja, Gerhard, es gibt ja Bootsflüchtlinge, ist ja gar nicht mehr, sondern sie ja bei der Presse nicht mehr berichtet, Kind. Das ist nach wie vor, kommen die aus Libyen zu uns und ertrinken. Also das ist ja immer so, was die Presse sagt, wird diskutiert und ich hoffe, dass bei den nächsten Wahlen das Thema den ein bisschen ausgeht. Homo-Ehe, Schwulsein und Euro hat ja der AfD nicht so viel gebracht. Nun ja, ich vertiefe mich in etwas, ich beginne besser zu lesen, das ist besser. Ich habe hier das fand ich ganz gut, es gibt einen Raoul Schrott, der hat festgestellt, warum wir Europa alle von Migranten abstammen. Der Neandertaler wurde von dem vor 70.000 Jahren aus Äthiopien über den Nahen Osten nach Europa eingewanderten, dunkelhäutigen Homo sapiens verdrängt, der neue Kulturtechniken mitbrachte, von denen das Malen von Felsbildern die geringste war. Vor 9000 Jahren kamen dann Bauern aus Nordsyrien und Anatolien, die uns eine erste indoeuropäische Sprache, den Ackerbau, Rinder, Schafe und Ziegen und das Käsemachen mitbrachten. Sie brachten uns das Rad, Wagen und Reitpferde. So wie Ideen, Handelsgüter und Menschen seit jeher um das Mittelmeer kreisten, brachten darauf die Araber im Mittelalter das Ihre mit. Von den arabischen Zahlen bis zum Papier, von Algebra, Chemie bis zur Medizin und Optik, Aprikosen, Artischocken, Auberginen, Zucker, Melonen, Marzipan, Sie sehen, ich esse gern, Orange, Spargel, Spinat und das Sorbet, die Laute, die höfische Liebe und Übersetzung von Platon und Aristoteles. Ja, das habe ich nicht gewusst, das muss ich gestehen. Man denkt ja, Griechen, Römer, Griechisch-Latein haben wir in der Schule gehabt, also Sie wahrscheinlich nicht, Frau Rosenberg, oder? Haben Sie Latein gehabt? Latein, aber nicht
nicht Griechisch. Ich auch nicht. Dann passen, da können wir uns ja lateinisch unterhalten, wenn wir segeln. Sick. Warum nicht? Ich bin halt nicht. Ich spreche halt Kirchenlatein. Ich sage natürlich Cäsar und nicht Käser. Ich bin so erzogen, ich kann nicht Käser sagen, ich finde das blöd. Ja, das weicht jetzt ab. Ich wollte jetzt hier eigentlich Robert stehen geblieben bei Latein. Ja, das ist interessant. Die ganzen philosophischen Schriften der Griechen sind ja verbrannt, aber vorher wurden sie ins Arabische übersetzt und dann von den Arabern, diese Übersetzungen wurden dann ins Lateinische übertragen. Inwieweit es dort Übersetzungsfehler gibt, will ich jetzt nicht diskutieren. Ohne die arabischen Menschen aus dieser Zeit wüssten wir nichts von der griechischen Philosophie. Das ist ja sehr interessant. Also, ich könnte jetzt aufstehen und 1000 Stunden darüber sprechen und ein Applaus grenzenlos wie das Meer. Aber ich muss hier diesen Satz sagen. Dabei stellen die geschätzten 4 Millionen syrische Flüchtlinge für die 500 Millionen Europäer keine Bedrohung dar, sondern beleben vielmehr laut dem alles anderen als linken Economist den Arbeitsmarkt, verjüngen unsere überalterte Gesellschaft, bezahlen unsere Pensionen und tragen in realen Zahlen mehr zum Wohlfahrtsstaat bei, als sie davon profitieren. Ich muss dazu was sagen. Ich finde das so lustig. Das wisst ihr sicher alle, diese Verteilung der Flüchtlinge in den europäischen Staaten. 400 Stück sind von den Zugesagten genommen worden, finde ich beachtlich. Die Polen wollen ja gar nicht mehr. Polen ist so irgendwie eigen. Was sagst denn du dazu? Die Polen also wollten früher nur christliche Flüchtlinge aufnehmen, als noch nicht diese rechtspopulistische Regierung an der Macht war, und jetzt wollen sie gar keine mehr aufnehmen. Ja, also ich denke, die europäische Gemeinschaft, da ist irgendwie das Hauptproblem. Also entweder man ist da drin und wirkt gemeinsam, und zwar in Geldangelegenheiten, in Flüchtlingsangelegenheiten, in Menschenrechtsangelegenheiten, oder man wirkt nicht gemeinsam. Und die Polen scheinen es damit nicht sehr genau zu nehmen. Ich frage mich dann, warum die überhaupt da drin sind. Ach, ich rufe den Putin an, sagt, er soll mal ein bisschen bellen und dann sind sie vielleicht lieb zu den Flüchtlingen. Ich weiß es nicht. Naja, das ist schon schön. Das ist jetzt auch ein alter Kalauer. Im Grunde, wir wissen alle, dass sie dann Waffen wollen. Dirk Siegfried hat nämlich aufgeklärt, dass die Waffenkäufe oder die Verkäufe in der ganzen Welt zurückgingen, aber in Deutschland um 10% gestiegen sind. Ich meine, bei dem Wirtschaftsaufschwung können wir dann schon Flüchtlinge nehmen, die wir sind ja schließlich beteiligt daran, dass sie zu uns kommen. Nun ja, es geht jetzt hier um die Wirtschaftskraft, die Flüchtlinge bringen, Marianne. Ja, da sagt der Daimler-Chef Dieter Zetsche, der sieht im Flüchtlingsstrom eine Chance für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Aber im besten Fall kann es auch eine Grundlage für das nächste deutsche Wirtschaftswunder werden. So wie die Millionen von Gastarbeitern in den 50er und 60er Jahren ganz wesentlich zum Aufschwung der Bundesrepublik beigetragen haben. Glauben wir das? Naja, also wenn ich sehe, wie viele Lehrer jetzt eingestellt werden, da gibt es viele arbeitslose Lehrer, die jetzt im Brot stehen, sagt man. Ich bin da schon überzeugt. Also ich habe da noch mehr, die Tilly hat da sicher auch was beizutragen. Aber ganz eindeutig, denn der DIW-Präsident Marcel Fratscher sagt, Flüchtlinge könnten der deutschen Wirtschaft nach Ansicht des DIW, also des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, mehr Gewinn bringen, als sie Kosten verursachen. Langfristig werden die positiven wirtschaftlichen Impulse für Deutschland die Kosten übertreffen. Selbst im von uns angenommenen pessimistischen Szenario erhöht sich das Pro-Kopf-Einkommen der bereits in Deutschland lebenden Menschen nach gut 10 Jahren. Ja, da ist er nicht allein. Der Chefvolkswirt der Deutschen Bank, David Volkerts Landau, der freut sich sehr, dass 1 Million Flüchtlinge in unser Land gekommen sind. Er sagt sogar 1 Million Einwanderer dieses Jahr, vielleicht ähnlich viele im Kommenden. Dazu kommen zum Teil noch deren Familien. Das ist eine Riesenchance, die die Position Deutschlands in der Weltwirtschaft und innerhalb Europas in den kommenden Jahrzehnten stärken kann. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sich wieder eine kulturelle und wirtschaftliche Blüte ähnlich der in den Jahrzehnten vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs entwickelt. Das müssen wir denen irgendwie schreiben. Sollen wir das denn Herrn Orban mal schreiben? Das sagen wir ihm mal segeln. Da sagen wir, du, ihr braucht doch immer Geld, vielleicht nehmt ihr Flüchtlinge und da habt ihr mit, oder ist das blöd? Also ich fände Herrn Orban gut mit zum Angeln zu nehmen, aber die einzige Position, die ich für ihn hätte, wäre der Anker. Ich dachte, der Haken.
Ich hätte ihn ja als Köder benutzt. Obwohl so. Naja, aber entschuldige bitte, so große Wels treiben sich da noch nicht rum, die dir mit einem Haps verschlingen können. Das Leid will ich mir dann nicht auch noch ja, ich will doch den Wels nicht essen, der vorher den Orban verschluckt hat. Pfui. Okay, ein Haifisch, den gibt es ja nicht in Österreich. In Österreich gibt es keine Haifische, das glaube ich nicht. Da haben sie sich geirrt, Frau Rosenberg. Haben die alle aufgegessen, ne? Wen haben sie aufgegessen? Die Haifische. Ihr müsst euch erinnern. Ach so, die verkaufen die als Wiener Schnitzel, oder wie meinen sie das jetzt? Aha, paniert. Darum merkt man es nicht. Aber da ist ein Sternchen dran, das schon weiß, dass es nicht echtes Geld. Ehrlich? Ja. Und die Flossen? Da machen die Dirndl draus, so weit sind wir schon. Ne? Schürzen bitte. Ach, Schürzen. Also Sie als Schürzenjägerin, na verstehe. Nun gut. Nun gut, im Grunde brauchen die Flüchtlinge Einwanderer für leerstehende Arbeitsplätze, um unsere Wirtschaftskraft zu erhalten und um unseren aktuellen Lebensstandard zu halten. Die Flüchtlinge von heute zahlen unsere Renten von morgen. Und ich habe in der Welt einen Peter Bracher kennengelernt, der geschrieben hat, die Identität unserer Gesellschaft stehe auf dem Spiel, wenn zu viele Flüchtlinge kommen, heißt es. Dabei ist unsere Kultur deswegen so erfolgreich, weil sie Identität nicht mehr so wichtig nimmt. Und deshalb bringt jetzt Fräulein Tilly Kreuzfeld-Jakob ein amerikanisches Weihnachtslied. Ja. Ein Land, das eine Kultur vernichtet hat, die in einem Land existiert hat, um eine eigene Kultur aufzubauen, die sich eigentlich aus Kulturen Europas zusammensetzt und Menschen wie Donald Trump hervorbringt. Ist das nicht furchtbar? Aber Gott sei Dank so wunderschöne Weihnachtslieder. Also da fällt mir ein, als der gefordert hat, dass wir dass die Amis keine Flüchtlinge aufnehmen sollen, hat ein Indianerhäuptling gesagt, ja dann geht er endlich weg von einem. Ja. Aber amerikanischer als mit dem Lied kann man Weihnachten eigentlich fast gar nicht mehr besingen. May all your Christmas
Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Höhepunkt des heutigen Abends, meine Damen und Herren. Nur, dieser Höhepunkt sitzt nicht im Publikum, wir müssen seinen Namen rufen. Ich weiß nicht, ob es ihn noch gibt. Jörg Steinert! Ja, wunderbar. Ja. Jörg Steinert, für alle, die ihn nicht kennen, ist der Geschäftsführer des LSVB Berlin-Brandenburg. Und deswegen sitzt er jetzt neben mir, weil wir seine Unterhose versteigern wollen. Ja, sie ist gebraucht. Ich habe ihn. Ah, 2 Euro sehe ich schon. Wer bietet mehr? Also, wir machen jetzt echt eine Versteigerung, aber nicht von der Unterhose, sondern von dieser bezaubernden Mütze. Also, hallo, wie viel? Also diese Mütze haben Herr Hoffmann und seine neue Chefredsekretärin Frau Rosenberg produziert. Sie saßen abends regelmäßig zusammen und nun sehen Sie das Produkt. Ich diene heute nur als Model. Das ist wirklich Herr Hoffmanns Verdienst. Ich muss sagen, dass ich im Stricken, also wirklich, da habe ich gefehlt in der Schule. Aber den Bommel hat sie gemacht. Den Bommel hat sie gemacht, ja, und den Faden gehalten. Den Faden hast du gehalten. Das Einfällen kann ich nicht mehr so gut. Aber das ist jedenfalls der Mütze. Was setzt man denn an? Also wenn ihr da jetzt nicht steigert, flippe ich voll aus. Ich kann euch das sagen. Vielleicht noch was dazu gesagt. Also wir sind ja nach wie vor auf Spenden angewiesen, weil der Senat noch nicht so richtig in der Lage ist zu sagen, wie sieht es ab 1. Januar 2016 aus. Deswegen bitte, ne, wir brauchen arabischsprachiges Personal. Das sächsische Personal kann da nicht weiterhelfen. Wir hatten es schon und ja, wir fangen mal mit. Ja klar, mein Lieber. Ne? Ich kann das aber nach Weihnachten immer besser, wenn ich dann nochmal daheim mal üben kann. Wenn du halt doch Familie gewesen bist, natürlich. Ja, wir fangen niedriger an, damit wir immer nach steigerungsfähig sind. Wir haben alles schon da Geld reingetan. Wir können nicht sagen, wie viel gespendet wurde, da haben wir einen Schlüssel. Ja, wir haben das so korrekt gemacht, dass das nicht abschließbar ist. Ich habe gedacht, dass Marianne und ich irgendwo in die Sitze fliegen oder ich weiß nicht mal los. Ja, du hast den Schlüssel vergessen. Nein, ich nicht. Die haben den extra in den Tresor gesperrt. Und das Büro ist geschlossen. Gott sei Dank. Super. Danke. Das freut uns. Also ich werde allen, die da waren, die mitteilen, ihr veröffentlicht gefälligst, was wir eingenommen haben. Die Schnürsenkel haben gesammelt. Schnürsenkel habe ich überhaupt keine verkauft, weil die irgendwie, die wollten das machen lieber. Die wollten alle von Marianne Geld. Meine Nachbarn nicht, die lieben mich. So, diese Mütze, 10 Euro. Wer zahlt? Nee, 10 Euro ist das. Tilly, hilf mir. 20 Euro. 30 Euro. Ist toll, wir versteigern uns diese Mütze. Ihr dürft euch gerne beteiligen. Ja, also braucht ihr ein Mikrofon oder seid ihr nicht so schüchtern? 35. Sehr schön, Frau Kofinger. Wunderbar. 40. 50. Höre ich da nichts mehr? Ach, Frau Kofinger, Sie können doch jetzt die Frage. 55. Na? Ich bleibe drauf sitzen. 55, na, das ist nicht wie überall. Wir haben keinen Hammer, ich schlag gar nicht. Ja, bitte? 60. 60, na bitte. Frau Kofinger, strengen Sie sich mal ein bisschen an, die Wahl steht vor der Tür. Sehr außerdem würde Ihnen die Mütze gut stehen. Ja, finde ich auch. Ich habe kein Hut und Mützengesicht, aber 70. 70. Wer bietet mehr als 70? Also 100 wäre ja schon super, Herr Rossi. Also Sie haben schon so viel Affe ausgehabt, glaube ich. Außerdem gehen wir lieber essen von dem Geld. Ja, okay. Nein, nicht von dem, von seinem. 70 soll man da schon. Sollen wir schon aufhören oder seid ihr noch mutig, die Frau Kofinger ein bisschen 75. Hoch? Bitte? 75. Frau Kofinger. Dann stellen Sie sich nicht so an. Toppen Sie so, dass keiner mit kann. Das darf natürlich auch gerne jemand anderes übernehmen. Ich lege auch noch eine selbstgemachte Suppe drauf. Eingekocht, haltbar für 6 Wochen. Ach, Frau Kofinger, ein bisschen noch, geht doch. Hm? 80, das ist doch was. Das haben wir jetzt, ist doch nicht schlecht. Tilly, hilf mir ein bisschen. Marianne, Frau Rosenberg, können wir... Wo waren Sie denn jetzt? Ich habe getroffen. 80. 80.
für so eine Mütze, diese die ich Mütze, mit ihr zusammen ich gemacht, selbst gemacht habe. Eine echte Rosenberg. Also bitte, bitte, bitte ist es eine Rosenberg-Hoffmann-Mütze, ja? So viel Zeit haben wir schon. Also gut. Also, Jörg kann ja noch mal ein bisschen Schau laufen. Geh doch mal hier runter, Jörg, und zeig es doch mal. Zeig es mal genau. Auf den Steg ein bisschen. Dass man auch weiß, was man hat. Ja. Sieh dir diese Mütze, diese unvergleichbaren Farbtöne. Ja, geh doch auch zu dem Herrn hinter, damit es sehen kann. Unter Wasser geklöppelt, auf jungfräuliche Nonnenschicken. Hallo. Nicht sowas noch zu finden, meine Lieben. Und das Fräulein Tilly trinkt bestimmt einen Wodka auf ihre Kosten dazu. Das kann ich Ihnen jetzt schon versichern. Ja, für einen Wodka bin ich immer zu haben. So, wer war das mit den 80? Das war die Frau Kofbinger. Okay, 80 zum Ersten. Zum Zweiten. Und zum Dritten. Frau Kofbinger, Sie haben eine Mütze. Wie machen wir das jetzt mit 80? Aber kommt gleich zur zweiten Mütze. Ja, da ist aber der Ausgang. Du springst halt erst die Knete, dann die Hüte. Hallo. Frau Nathalie, kümmern Sie sich bitte um Frau Kofbinger. Herzlichen Dank. Einen herzlichen Applaus für Frau Kofbinger. Und einen herzlichen Dank an Jörg Steiner, dass er unsere dritte Mütze sehr schön, vielen Dank, das freut mich sehr. Das so, war das jetzt dein Höhepunkt, den du vorhin angesprochen hast? Das war jetzt der Höhepunkt und es kommt der nächste Höhepunkt. Das reagt sich jetzt einer nach dem anderen, oder? Ja, und eine Forderung der CDU ist ja, das die Integrationsverpflichtung für Zuwanderer, hör mal zu. Aha. Demnach sollen sich Migranten verpflichten, unter anderem die Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie den Vorrang der deutschen Gesetze vor der Scharia anzuerkennen. Diskriminierung von Frauen, Homosexuellen und Andersgläubigen dürfen nicht als Ausdruck religiöser Vielfalt akzeptiert werden. Bei Verstößen soll es die Möglichkeit geben, Sozialleistungen zu kürzen oder den Aufenthaltsstatus zu ändern. Ich würde sagen, das deckt doch das Grundgesetz. Das kann man an, doch oder zum, was machen die ja, das finde ich auch. Aber man kann ja das? Auch die Kardinäle irgendwie also, Entschuldigung, zu einer Integrationsverpflichtung zwingen. Anhand der aktuellen Wahlprognosen müsste man doch 16% aller Deutschen des Landes verweisen. Haben die schon 16%? Ja, sehr freundlich von Ihnen, das zu applaudieren, aber ich möchte immer noch darauf bestehen, dass die deutschen Bischöfe und Kardinäle eine Integrationsverpflichtung unterschreiben müssen. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie sich für die Homo-Ehe einsetzen und dergleichen. Das war natürlich ein Witz, jetzt und keiner lacht, ich weiß es. Tilly. Auf dem Parteitag der CDU wurde die Karlsruher Erklärung zu Terror und Sicherheit beschlossen. Da heißt es unter anderem, die Diskriminierung von Frauen, Homosexuellen oder Andersgläubigen kann nicht unter Berufung auf religiöse Vorschriften gerechtfertigt werden. Aber warum aufgrund von politischen? Also, gleichzeitig empfahl die Antragskommission, einem Antrag zuzustimmen, der die Ehe als Verbindung von Mann und Frau definiert. Das ist noch viel lustiger, Kinder. Das ist ja echt lustig. Erst waren sie ja also einige Leute gegen die eingetragene Partnerschaft. Ich habe meine erste Talkshow mit dem Volker Hasemann gemacht. Der war damals ein wirklich sehr guter Kultursenator, innerhalb Deutschlands einer der besten Kulturminister. Dachte ich, liberal, lade ich doch ein. Und da im Vorfeld... Da war ich dabei, glaube ich. Weiß ich nicht. Nein, da, bei dem jetzt nicht. Du bringst, nee, bei dem, nein. Ich weiß aber nicht, bei dem, du aber warst. Spät, ich war mal dabei, da war er auch. Ja, wieder. Aber... Der ist wiedergekommen. Nein, der kommt nicht wieder, Volker Hasemann nicht, also Kind. Der hat ja, als ich ihn fragte, ob er die eingetragene Partnerschaft, ich unschuldig, wie ich bin, dachte, der Kultursenat ist ein bisschen offen für sowas, sagt er kategorisch, nein, sage ich, soll ich in Weder Ehe mit Salomon leben? Da sagt er, ja, also so sind die damals gewesen. Jetzt sind sie ja für die eingetragene Partnerschaft und das Infame darauf ist, die wollen die eingetragene Partnerschaft ins Grundgesetz setzen, sodass eine Öffnung der Ehe oder eine Gleichstellung der Ehe mit Homosexuellen nicht mehr stattfinden könne. Naja, viel Vergnügen, ich habe jetzt ein bisschen ausgeholt. Was ist eigentlich das Unterwort des Jahres, Fräulein Chili?
Flüchtlingsflut. Jetzt sind wir schon wieder beim Wasser. Irgendwo hat das was mit Wasser zu tun, was diese Leute so haben. Die haben Wasserprobleme. Die das würde ich auch unterschreiben. Die müssen wir entwässern. Ja. Haben wir einen Arzt hier? Rohrbrüche. Bitte? Ja, oder Rohrbrüche. Bitte was? Rohrbrüche? Wenn du einen Rohrbruch hast, hast du auch ein Wasserproblem. Aha, ich habe jetzt mehr an den Körper gedacht. Aber das ist der Unterschied zwischen Frau Rosenberg und mir. Ich denke körperlich und Frau Rosenberg technisch. Das ist eine ideale Ergänzung, finden Sie nicht? Ja, passen doch gut zusammen, wir zwei. Könnt ihr segeln? Ja, wir tun ja nichts, das muss der Ohr machen. Das, und die Tilly kommt dazu, damit es ganz besonders schwer wird. Ja, und ich habe die Peitsche. Wir sind ja nicht blöd, oder? Was bedeutet eigentlich, ah ja, Tilly, Sie als Praktikantin mussten sich ja heute auf die Show vorbereiten. Was bedeutet eigentlich transitorisch? Laut Duden bedeutet transitorisch vorübergehend, nur kurz andauernd, später wegfallend. Na, das passt doch zu meinem Schlusswort, meine Damen und Herren. Die Menschen, Flüchtlinge ist ja nur ein transitorischer Begriff, die mit dem Terminus Wirtschaftsflüchtlinge eigentlich als habgierig, geldgeil und als Schmarotzer denunziert werden sollen, haben alles zurückgelassen. Ihre Heimat, ihre Familie, ihr Vermögen, ihr Beruf, ihre Liebe, ihre Sehnsüchte. Sie haben sich todesmutig auf einen gefährlichen Weg begeben, weil sie keine andere Wahl für sich sahen, dem Tode oder der Verfolgung in ihrem Lande zu entgehen. Oder was meint sie, meine Damen und Herren? Wenn Sie die Wahl hätten, als homosexueller Mann in Syrien oder im Irak von einem Dach zu Tode gestürzt zu werden, von den Verbrechern des sogenannten Islamischen Staates, oder die Möglichkeit sehen, nach Europa zu fliehen, würden Sie bleiben oder würden Sie gehen? Länder wie Ungarn, die mit dem Eisernen Vorhang Erfahrung haben, haben nun wieder einen Zaun gebaut, den sie in China bestellen mussten, weil der deutsche Hersteller sich geweigert hatte, ihn zu liefern. So fügt sich die Allianz des Bösen gegen das Gute. Die Flüchtlinge kommen, das ist nicht zu ändern. Sollen wir sie jetzt an den Grenzen zur EU dahin vegetieren lassen, mitten auf dem Land, ohne Wasser, ohne Brot, ohne Nächstenliebe? Oder wollen wir sie aufnehmen und integrieren? Wir müssen realistisch sein, sagen die Leute, denen eigentlich jeder Flüchtling ein Flüchtling zu viel ist. Aber was heißt eigentlich realistisch sein? Sollen wir die Leute zurückschicken in den Krieg, in den Terror, in den Hunger, in den Tod? Ist das realistisch? Was für ein Geschwafel ist das denn? Was sind denn die realistischen Konzepte derer, denen Flüchtlinge nicht willkommen sind? Ich lese nichts, ich höre nichts. Ich bin ratlos ob dieser Ratlosigkeit. Geht es nicht anders? Geht es nicht darum, die Leute in unsere Gesellschaft zu integrieren, in unsere Wirklichkeit, in unser Land? Das einzig Realistische, das sich hinter dem Flüchtlingsstrom zeigt, ist ein Krieg, der jetzt bei uns angekommen ist. Da bleibt mir eigentlich nur noch ein Lied. Lonely the world.
is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill Abschluss. Gleichzeitig möchte ich mich vorher, Rosalind, steh bitte auf, bei Rosalind Caravan, meiner Betreuung, das war ihr erster öffentlicher Auftritt und ich finde, du hast es vermutlich gemacht. Ich möchte mich natürlich bei Thomas Sieger, unserem Konzertmeister, bedanken. Ich möchte mich bei unserem DJ, der jetzt gleich noch Musik machen wird, wir können uns ja noch ein wenig unterhalten, bedanken. Bob, DJ Bob, bitte. Merci beaucoup, dass du hier warst. At this point, let's begin to play a little bit music now for us. Ich muss ja wirklich sagen, for you I say it in English, I'm so proud that Marianne Rosenberg is one of my best friends. Thank you. Ich wollte ja dieses Büro mal gar nicht mehr machen, weil das immer so anstrengend für mich ist. Nicht, dass ich hier sitze, jetzt ist ja, ich muss ja diese ganze scheiß Artikel lesen, das ist ja echt wahr. Aber ich dachte, wenn ihr das so seht, jetzt ist ja, die Marianne kann ja nicht immer kommen, obwohl ich das sensationell fände, wenn wir zu viert wären, Giselle ist ja heute nicht da. Sollen wir das weitermachen, das Büro? Ich wollte auch noch mal kurz nochmal erstens dem Büro Hoffmann danken, dass ihr unsere Räume hier immer nutzt. Wir haben natürlich, ich muss erstmal als Schnürsenkelheld sprechen und da habe ich, glaube ich, ganz viel Geld noch, irgendwie über 370 Euro. Schnürsenkelheld.
wir sind ja inzwischen fast schon verwandt. Danke da auch an Lukas und Daniel, die am Eingang da so fleißig wieder gesammelt haben. Und natürlich das zweite Herz, was in mir schlägt, außer nee, das dritte, außer das, was für dich schlägt und für Bob ein bisschen momentan schlägt, ist natürlich das Herz des ehrenamtlichen Teams, die das immer abends hier ermöglichen. In meiner grenzenlosen Aufregung hatte ich natürlich vergessen, Ralf am Klavier zu uns zu bitten und über die Schnürsenkelhelden zu sprechen. Schön, dass du das gemacht hast. Die Schnürsenkelhelden sind jetzt ein eingetragener Verein und mildtätig. Sie setzen sich für Menschenrechte ein und ich unterstütze sie sehr dabei, wie ihr gemerkt haben müsstet. Und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit, muss ich ehrlich sagen.